Hallo, meine Damen und Herren, mein Name ist Jörg Burkhardt, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und Fachanwalt für Strafrecht. Ich möchte mich heute mit Ihnen über Corona unterhalten, Corona unter Steuerrecht. Wir haben zahlreiche Möglichkeiten, Liquiditätshilfen angeblich durch die Bundesregierung zu bekommen. Ich will das momentan gar nicht besprechen, welche Liquiditätshilfen Sie bekommen. Ich möchte auf die Situation beim Finanzamt eingehen. Dort hat sich vieles verändert. Betriebsprüfungen, die bislang gelaufen sind, können momentan nicht so ohne weiteres laufen, denn die Prüfung soll ja normalerweise im Betrieb stattfinden. Teilweise sind die Betriebe geschlossen, teilweise wird Kundenverkehr strikt abgelehnt, sodass also der Prüfer einfach nicht mehr in das Unternehmen hineingehen kann und prüfen kann. Auch aus Eigenschutz will er das gar nicht mehr. Die Verlagerung einer Prüfung, die bislang beim Unternehmen stattgefunden hat, einfach an Amtsstelle, ist nicht so ohne weiteres möglich, denn der Prüfungsort ist ein Verwaltungsakt und der Verwaltungsakt steht zusammen in der Prüfungsanordnung mit anderen Verwaltungsakten über den Prüfungsbeginn und wer der Prüfer sein soll, steht ja nun längst fest und dieser Verwaltungsakt ist Ihnen bekannt gegeben worden und kann nicht so ohne weiteres geändert werden. Da kann aber das Recht nicht so ohne weiteres mündlich geändert werden. Also ich prüfe jetzt an Amtsstelle weiter. Das funktioniert alles nicht so ganz. Was natürlich geht, ist die Prüfung auszusetzen und zu warten, bis die Corona-Krise vorbei ist. Das ist eine Möglichkeit. Auch Schlussbesprechungen durchzuführen, geht momentan nicht so ohne weiteres. Sie einfach entfallen zu lassen, geht auch nicht, weil nach dem Gesetz ist das nicht vorgesehen. Per Videokonferenz ist die Frage, wie das gehen soll, wenn die Prüfer derzeit im Homeoffice sind. Also da gibt es schon einige Veränderungen, mit denen wir momentan leben müssen. Überhaupt ist der menschliche Kontakt etwas ganz Wichtiges. Und jemanden zu sehen und mit jemandem zu sprechen, ist im Steuerrecht eine ganz wichtige Sache, dass man über Sachverhalte sprechen kann. Und das ist momentan suspendiert. Telefon ist zwar so ein halbwegs sinnvoller Weg, besser als gar nicht miteinander zu reden, aber Sie sehen natürlich die Person normalerweise nicht vor sich, sodass Sie also dann nur eingeschränkt kommunizieren können. Sodass momentan ein wichtiger Teil in der ganzen Betriebsprüfungslandschaft fehlt. Die Zwischenbesprechungen gibt es nicht so richtig oder wenn dann nur so kopierte als Telefonate, dann gibt es diese Schlussbesprechungen momentan nicht. Überhaupt mal so der kurze informelle Austausch, man setzt sich irgendwo zusammen, man spricht mal kurz über die Sachen. Das ist etwas, was mir immer wieder mal passiert, wenn ich im Finanzamt bin. Ich gehe zu einem Sachbearbeiter, der will irgendwas besprechen und ein anderer fängt mich kurz ab und sagt: Hey, Herr Burkhardt, wir müssen auch über das und das sprechen. Kommen Sie nachher mal kurz vorbei. Das sind Sachen, die momentan alles nicht so richtig läuft. Und das ist ein Thema, das wir nacharbeiten werden müssen. Und wir können auf die ganzen so wichtigen Gespräche nicht verzichten. Also das menschliche Klima lebt natürlich von dem persönlichen Gespräch. In Auge, Sachverhalte zu besprechen. Und das ist momentan etwas schwieriger. Ich denke mal, dass die meisten Betriebsprüfungen von daher einfach stillgelegt sind und dann hoffentlich, wenn die Corona-Krise überwunden ist, einfach ganz normal fortgesetzt werden. Ein generelles Wegfallen lassen dieser so wichtigen menschlichen Kommunikation wäre natürlich ein riesiges Problem. Wenn wir länger das Corona-Problem hätten, müssten wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie wir es denn dann machen wollen. Videokonferenzen in mehrere Mitarbeiter vom Finanzamt etwa in einem Videochat zusammenzuschalten und dann Berater und Mandant zusammenzuschalten. Technisch geht das alles. Ob man das dann machen möchte, ist eine andere Frage. Ich sage Ihnen mal aus meiner Sicht, der 91a FGO, die Videokonferenz mit dem Finanzgericht, ist etwas, was ich seit vielen Jahren mache. Eine tolle Sache. Ich erspare mir es, wenn ich irgendwie nur kann, zum Hessischen Finanzgericht nach Kassel zu fahren. Das sind von Wiesbaden mit Stauzeiten und Einplanzeiten als Sicherheitspuffer immer so 2,5 Stunden Anreise und entsprechend dann 2 Stunden Abreise. Das spare ich mir gerne und spare natürlich auch damit meinen Mandanten die Kosten. Wenn es irgendwie geht, mache ich das per Videokonferenz, gehe hier zum Finanzamt Wiesbaden. Die haben eine tolle Videokonferenzanlage, machen eine Standleitung mit dem Finanzgericht in Kassel und dann sehe ich meinen dortigen Finanzrichter sozusagen im Fernsehen. Diesen Videochat, wir verhandeln ganz normal. Er sitzt in Kassel, ich sitze dann in Wiesbaden beim Finanzamt. Wir sehen uns jeweils über Bildschirm und können dann die Rechtsfragen und die Sachverhaltsfragen erörtern und haben dann eine ganz normale mündliche Verhandlung, eben nicht vis-à-vis. Man sitzt sich nicht persönlich gegenüber, sondern eben durch den Bildschirm. Aber die Kommunikation klappt problemlos. Die Rede und Antworten sind in Echtzeit und kaum oder minimalst zeitverzögert. Das klappt also wunderbar. Und so könnte ich mir nun auch entsprechend diesem schon lange praktizierten Videokonferenz-Richter
Verhandlungen, mündlichen Verhandlungen im Gerichtssaal, könnte ich mir jetzt auch dann Schlussbesprechungen vorstellen, wenn wir die Corona-Krise länger haben und dann irgendwann ja die Schlussbesprechungen oder Zwischenbesprechungen fortsetzen wollen oder müssen. Wollen wir hoffen, dass wir so weit nicht kommen müssen, dass wir das wieder irgendwann in dem menschlichen Miteinander direkt gegenübersitzend machen können. Aber es sind natürlich Einschränkungen, die wir haben. Wenn Sie hier Fragen oder Probleme haben, was mit Ihrer Betriebsprüfung ist oder was man momentan machen kann oder wie man sinnvoll eine Prüfung momentan weiterführen könnte, sprechen Sie mich gerne an. Tschüss, bis dann, Ihr Jörg Burkhardt.